Hi zusammen, mein Name ist Jane und das ist mein kleiner Bruder Peter. Erzählt mal, habt ihr Geschwister? Kommt ihr gut miteinander aus? Oder streitet ihr euch ständig? Seid vorsichtig, bevor ihr noch so endet wie wir. Abonniert den Kanal und ich werde euch unsere großartige Geschichte erzählen, die an Halloween abgelaufen ist. Zuerst konnten Peter und ich einander gar nicht ausstehen. Wir haben uns wie Katzen und Hunde gestritten. Er hat mich immer genervt und ich habe ihn zurückgenervt. Es war unmöglich für uns, unter demselben Dach zu leben. Ich dachte sogar, er sei adoptiert. Naja, es ist bloß, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie so ein ekeliges Kind überhaupt mein Bruder sein konnte. Er machte mich verrückt. Täglich beschweren wir uns übereinander bei unserer Mutter. Natürlich hatte sie keine Lust mehr, das ständige Gestreite sich anzuhören. Sie hat uns immer wieder ermahnt und dann versucht, uns zu versöhnen. Aber das half überhaupt nicht. Wir stritten einfach weiter. So ging es weiter bis Halloween. Oh ja, ich liebe diesen Feiertag. Ihr auch? All diese gruseligen Dekorationen, orangene Farben und dieses boshafte Lachen. Ich habe mir immer ein ungewöhnliches Kostüm angezogen und auf Partys mit meinen Freunden abgehangen. Ich hatte gehofft, es würde dieses Jahr genauso laufen. Wir halfen unserer Mutter dabei, das Haus zu dekorieren. Wir hingen überall Kürbislaternen auf, legten Skelette in den Garten und hingen Fledermäuse in die Bäume. Peter war mir ständig im Weg, also habe ich ihm ein Bein gestellt. Er fiel auf die Plastikskelette und riss sie herunter. Es war so lustig, dass ich laut losgelacht habe. Mein Bruder stand auf und fing an, mich mit seinen winzigen Fäusten zu schlagen. Also petzte ich das meiner Mutter und sie sagte, wann hört ihr beide endlich auf, euch zu streiten? Wenn ihr das nicht lasst, werde ich euch nicht mehr mit euren Kostümen helfen. Wir wollten diese Kostüme wirklich, also blieben wir von da an still. Wollt ihr wissen, was unsere Mutter dieses Jahr für uns vorbereitet hat? Ich hatte ein Zyklopenmädchenkostüm mit einem großen Auge in meinem Gesicht. Es war nicht echt und ich konnte hindurchsehen. Und Peter hatte ein Kostüm von einem Typen, der ein Gefäß mit seinem eigenen Kopf in den Händen hielt. Es war natürlich nicht echt, sah aber ziemlich lustig aus. Als dann alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, ging ich zu meiner Mutter und bat sie, mich zu der Party gehen zu lassen. Wird Vincent auch dort sein? Fragt meine Mutter. Vince war mein fester Freund und so musste ich zugeben, dass er auch dort sein würde. Ich dachte, meine Mutter würde mich nicht gehen lassen, doch sie lächelte plötzlich und sagte, okay, du kannst gehen, aber nur wenn du Peter mitnimmst. Was? Ich war überrascht. Wieso sollte ich ihn mitnehmen? Er würde mir nur im Weg sein. Peter protestierte ebenfalls. Er wollte Süßigkeiten für Süßes oder Saures sammeln und nicht zu einer Erwachsenenparty gehen. Doch unsere Mutter war stur. Entweder nahm ich meinen Bruder mit oder wir beide würden zu Hause bleiben müssen. Was für eine Strafe. Zu Hause bleiben war noch schlimmer. Also machten wir uns fertig und gingen zusammen zur Party. Als wir dort ankamen, war die Party bereits in vollem Gange. Vincent kam sofort auf mich zu, nahm mich an die Hand und zog mich in einen anderen Raum. Komm schon, Jane. Die Jungs haben was Cooles vorbereitet, sagt er. Ich musste meinen Bruder loswerden. Ich setzte ihn auf das Sofa im Flur und sagte ihm, er solle nicht weggehen. Ich will Süßigkeiten sammeln gehen. Ich mag es hier nicht, klagte Peter. Du musst auf mich hören. Also setz dich hin und halt die Klappe, antwortete ich. Mein Bruder streckte mir die Zunge aus seinem Gefäß heraus und machte ein grimmiges Gesicht. Vincent und ich gingen in ein anderes Zimmer. Es war dunkel. Dort brannten nur ein paar Kerzen. Einige Leute hatten sich entschieden, eine spirituelle Seance abzuhalten und eine alte Hexe aus einem verlassenen Haus heraufzubeschwören. Ich habe natürlich nicht an Magie geglaubt, aber ich war interessiert. Ich nahm an dem Ritual teil, doch wie erwartet, passierte nichts. Wir lachten und gingen tanzen. Doch als ich zum Flur zurückkam, sah ich, dass Peter nicht mehr auf der Couch saß. Wo hätte er sein können? Ich fing an, überall herumzufragen, ob jemand einen Jungen mit seinem Kopf in einem Gefäß gesehen hatte. Jemand sagte mir, dass er die Party verlassen habe. Dieser kleine Idiot! Er ist also doch losgegangen, um seine Süßigkeiten zu bekommen. Ich musste ihn sofort finden, sonst würde meine Mutter mich umbringen. Ich habe Vincent erzählt, was passiert war, und mein Freund entschied, mir dabei zu helfen, meinen Bruder zu finden. Wir wanderten lange durch die leeren, dunklen Straßen und suchten nach Peter. Doch wir konnten ihn nirgends finden. Ich war so wütend, dass ich anstatt Spaß auf der Party zu haben, meinen kleinen Bruder babysitten musste. Wenn ich ihn finden würde, würde er was zu hören bekommen. Endlich sahen wir diesen Blödmann mit seinem Kopf in dem Gefäß, wie er Süßigkeiten sammelte. Peter, bleib sofort stehen, rief ich.
Als er uns sah, fing er sofort an zu rennen. So ein ungezogenes Kind. Vince und ich rannten ihm nach. Natürlich war es schwer für mich, irgendwas durch das falsche Auge zu sehen. Aber es war auch für Peter ziemlich unbequem, in seinem Kostüm zu rennen. Und so holten wir ihn schnell ein. Peter, ich werde Mama alles erzählen, sagte ich ihm streng. Und ich werde sagen, dass du mich ganz allein gelassen hast, antwortete er. Er war unmöglich. Ich musste etwas unternehmen. Okay, lass uns beide einfach nichts davon sagen, schlug ich vor. Peter lächelte nachsichtig und wir gingen weiter. Plötzlich erstarrte Vincent vor Angst. Was war geschehen? Er blickte die dunkle Straße hinunter. Ich sah genauer hin. Ein dunkler Schatten mit einem riesigen Hut kam auf uns zu. Wir beide erstarrten und sahen, wie es auf uns zukam. Der Schatten kam näher und wir sahen, dass es eine grässliche alte Frau mit einer großen, krummen Nase war. Sie hatte eine riesige Warze an ihrem Kinn und lange schwarze Nägel an ihren Fingern. Sie bleckte ihre Zähne in einer wütenden Grimasse und kam direkt auf uns zu. »Verdammt, das ist die Hexe aus dem verlassenen Haus! Sie ist hier!« schrie Vincent und rannte davon. So ein Unsinn! Hatte mein Freund wirklich Angst vor einer Märchenfigur? Er rannte sogar wie ein Feigling davon. Das hatte ich nicht von ihm erwartet. Selbst Peter wusste, dass Hexen nicht echt waren. »Jane, was glaubst du? Wer hat sich als so eine gruselige alte Frau verkleidet?« fragte er. Da verstand ich alles. Es war unsere Mutter, die sich dazu entschieden hatte, uns einen Streich zu spielen. Sie hatte uns zwei absichtlich zu der Party geschickt, damit sie sich als Hexe verkleiden und uns folgen konnte. Hast du das noch nicht herausgefunden, Peter? Das ist Mama. Lass uns mitspielen, damit sie uns nicht ausschimpft, fragte ich. Komm zu mir, kleine Kinder, sagte die alte Frau. Und ich dachte, ich würde die Stimme meiner Mutter erkennen. Lass uns rennen, rief Peter. Und wir rannten. Die alte Frau rannte uns nach. Es hat uns Spaß gemacht, auch wenn es schwierig war, in solchen Kostümen durch die dunklen Straßen zu rennen. Wir versteckten uns vor ihr hinter Kürbissen, gaben vor, Statuen auf jemanden Rasens zu sein. Doch die alte Frau fand uns überall. Ich kriege euch, ihr ungezogenen Kinder, rief sie. Wir lachten und zogen sie auf. Ich half Peter und er half mir. Doch irgendwann waren wir erschöpft und entschieden uns, in einer alten Scheune neben einem verlassenen Haus zu verstecken. Ich fragte mich, ob sie uns dort finden würde. Und das tat die alte Frau. Wir sahen sie im Flur, sie lachte und knallte die Tür zu, womit sie uns eingeschlossen hat. Mein Bruder und ich warfen einander Blicke zu. Mama hat uns eine tolle Party geschmissen, nicht wahr? Sagte er. Ja, mit Abenteuern. Und jetzt müssen wir einen Ausweg finden, antwortete ich. Wir durchsuchten die Scheune, konnten aber nichts Nützliches finden. Und dann fand ich ein kleines Fenster in der Nähe des Dachs. Natürlich war es zu klein für mich. Peter allerdings. Lass mich es versuchen, sagte er. Ich stand gegen die Wand gelehnt und er kletterte auf meine Schultern. So konnte er das Fenster erreichen. Peter öffnete es und kletterte hinaus. Ich war alleine. Ein paar Minuten passierte nichts. Ich fing schon an zu denken, dass mich mein Bruder allein zurückgelassen hatte, als sich die Tür zur Scheune öffnete und ich ihn im Gang stehen sah. Ich war so froh, ihn zu sehen. Danke, dass du für mich zurückgekommen bist, sagte ich zu Peter und umarmte ihn. Wir gingen zusammen nach Hause und unterhielten uns fröhlich. Es spielte keine Rolle, dass Vincent der Feigling von uns weggerannt war. Ich hatte trotzdem Spaß mit meinem Bruder. Ich sagte ihm, dass er schließlich doch kein Blödmann war. Und er sagte, dass ich nicht wirklich langweilig war. Wir kamen gut gelaunt zurück nach Hause. Mama war in der Küche, in ihrer normalen Kleidung. Wir waren überrascht. Wann hatte sie es geschafft, das Kostüm der ekligen alten Frau loszuwerden? Doch meine Mutter lächelte uns nur an und sagte, sie wüsste nicht, wovon wir redeten. Tu nicht so. Wir wissen, dass du das in dem Hexenkostüm warst, sagte Peter. Das hast du alles absichtlich gemacht, damit wir Freunde werden. Und das hast du geschafft, fügte ich hinzu. Meine Mutter sagte, dass sie sehr froh war, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wovon wir da sprachen. Wir stellten meiner Mutter keine weiteren Fragen und packten stattdessen Geschenke aus. Doch dann blickte ich aus dem Fenster und genau vor unserem Haus sah ich die alte Frau. Sie stand dort, sah mir direkt in die Augen. Ich erstarrte vor Angst. Also war es wirklich nicht unsere Mutter gewesen. Die alte Frau winkte mir zu und lief dann die Straße hinunter. Doch wenn es nicht unsere Mutter gewesen ist, wer dann? Wer hat mich und meinen Bruder dazu gebracht, uns zu versöhnen? Ich hoffe wirklich, dass es eine unserer Nachbarinnen war, die sich als Hexe verkleidet hat, um uns einen Streich zu spielen. Was denkt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Ihr glaubt nicht an Hexen, oder?